Die drei mächtigsten Teufelsfrüchte in One Piece. Auf Platz 3 haben wir einen sogenannten Allrounder, und zwar die Frucht von Bartholomäus Bär. Er besitzt die Tatzenfrucht und er kann so vieles. Sie ermöglicht es ihm nicht nur Objekte, Personen, Luft und sogar Gefühle aus dem Körper eines Lebewesens zu extrahieren, er kann sich außerdem selbst und auch andere Personen, indem er sie berührt, zu beliebigen Orten teleportieren. Und wenn das schon nicht OP genug ist, kann er sogar mit seinen Handinnenflächen jeden Angriff beliebig kontern. Und somit kommen wir zum zweiten Platz. Dort haben wir Trafalgar Law's Frucht. Diese ist so OP, dass sie sogar den Namen OP-OP-Nomie trägt. In seinem Operationssaal hat er die Kontrolle über nahezu alles, vom Körpertausch und Enthauptung bis zu einer kostengünstigen medizinischen Behandlung. Ist schon ziemlich beängstigend, aber welche ist nun die stärkste Teufelsfrucht von allen? Eine Frucht, die ich definitiv vor die von Law und Kumars platzieren würde, ist keine andere als Ruffys Nika Nika Nomie. Diese Frucht erlaubt Ruffy, seine Vorstellungskraft bis an seine Grenzen zu treiben. Er kann seinen Körper und seine Umgebung in jede gewünschte Form verwandeln. Es gibt nur wenige Kräfte, die so vielseitig sind wie diese, und deshalb sprechen wir über die